Nalsam, hier ist wieder Deutschland und schon wieder für euch in Battlefest oder unterwegs. Und so wollte ich euch heute wieder so ein kleines Kistenopening präsentieren. Wir wollen nämlich insgesamt wieder 5 Paragon-Kisten aufmachen und ich hoffe inständig, dass jetzt mal die letzten paar Essenzen drin sind, die ich brauche. Ich brauche nämlich noch eine heile Essenz sowohl von Mechagon als auch von Nasjatar. Und dann habe ich zumindest alle Essenzen, die man über, ja, quasi die Paragon-Kisten rauskriegen kann. Heißt, mir fehlen jetzt hier bei den Zweitessenzen noch die heile Rostbolzen-Essenz und dann hier die aus Nasjatar. Genau, das sind die beiden. Und das sind hier noch von Queen, da muss ich dann nochmal was anderes rein. Es kam ja letztens der Patch raus und ich habe jetzt so eine kleine Theorie, beziehungsweise es war kein Patch, war ein Hotfix, dass sie so eine Bad Luck Protection bei den Kisten eingeführt hatten. Und ja, das letzte Mal hatte ich ja aus einer Kiste, die ich dann neu nach dem Hotfix geholt habe, direkt eine Essenz rausbekommen. Und ich hoffe jetzt, dass ich richtig, richtig viel Luck habe und sowohl hier aus der Ankoana-Kiste als auch aus der Rossbolzen-Kiste, ja, meinen Essenz rauskriegen, dass ich dann diese blöden Dailies nicht mehr machen muss. Wir machen jetzt mal hier diesen Move mit hier, ja, wir glauben an ein bisschen den Aberglauben und specken einfach mal um auf Heiler und hauen auch natürlich auch hier die Heal Affinity rein. Ach, haben wir schon, Heal Affinity. Und dann würde ich sagen, fangen wir mit den schlechteren Kisten an. Ich habe mir jetzt extra ein paar geholt, wo jetzt keine Dinger drin sind, aber dass ich halt auch wieder 5 für die Aufnahme habe. Wir fangen an mit der Champions von Azeroth Kiste, da dürfte nichts Besonderes drin sein. Ja, bisschen Gold, bisschen Kriegsressourcen. Ähnlich müsste es bei den Vorräten sein. Da kann, glaube ich, ein Pet drin sein. Ah, okay, haben wir nichts rausgekriegt, aber zumindest Siegel, die können wir auch mal brauchen. Hier kann auf jeden Fall ein Pet drin sein, was recht viel wert wäre. Von den Rajani und kein Pet, okay. Aber wir haben jetzt noch unser komplettes Glück aufgehoben. Und jetzt würde ich sagen, kommt hier eine Essenz raus. Oh, Gott sei Dank, die Rossbolzen-Essenz. Und wenn du mich jetzt zum glücklichsten Menschen überhaupt machen willst, ist da jetzt auch noch die Nasjatar-Essenz drin. Ich glaub's nicht. Es sind halt beide fucking Essenzen drin. Also ich bin fast gekommen, ich sag's euch. Ach, endlich. Moment, die lösen wir jetzt ein. Und dann muss ich, muss halt einfach keine fucking Nasjatar- und Mechagon-Weltquests machen. Das fühlt sich gut an, weil das frisst halt schon einen guten Teil von meiner WoW-Zeit quasi. Ich mache ja wirklich, oder ich habe, ich muss ja jetzt in der Vergangenheitsform sprechen, wirklich jeden Scheißtag alle Nasjatar und alle Mechagon-Dailies gemacht. Und wenn ihr wisst, so Rares suchen und so auf Mechagon kann schon mal dauern. Und da ist man eine Stunde gut schon mal beschäftigt, ne? Nur für den Scheiß. Und wenn es halt wegfällt, warte mal, warum habe ich denn... Achso, ich bin das Heiler-Aspekt. Denkt mir gerade, hä, spiele ich die ganze Zeit nur mit 3 Essenzen? Aber ich spiele ja nie mein Heiler-Aspekt, ne? Deswegen ist das für mich irrelevant. Gut, dann haben wir damit tatsächlich uns wirklich alle Essenzen eingeheimst, die man über die Ruffaktionen kriegt. Heißt, da sieht es ganz gut aus. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar andere Essenzen. Und zwar brauchen wir jetzt noch eine PvP-Essenz. Heißt, da müssen wir auf 2-4 spielen und dann, glaube ich, die 50 Games noch gewinnen. Oder ich bin jetzt gar nicht ganz sicher, ob man... nee, die kriegt man in der Beute von der Dingskassette raus. Die müsste ich eigentlich auch bald bekommen, weil ich habe ja hier das Rating soweit, 2-4, 65 jetzt. Da steht jetzt gar nichts dran, dass ich Gladi-Ding brauche. Vielleicht kriege ich das aus der Kiste raus. Also die müsste ich bald haben. Und dann ist es eigentlich jetzt nur noch, ja, die 3 Essenzen, die von der Queen mythisch sind. Heißt, ja, Queen Mythic mal nochmal umhauen und hoffentlich mal ein paar Essenzen kriegen. Ich bräuchte ja dementsprechend für diesen Champion von Azeroth von einem Spec alle Essenzen. Wie gesagt, die PvP-Essenz fehlt mir noch, das Rating habe ich aber. Und halt diese Queen-Dinger. Ich habe aber Gott sei Dank damals das Ganze geprogressed, also den Boss kenne ich auf jeden Fall. Vielleicht suche ich mir eine Gruppe oder ich suche mir einen Boost, wo ich die anderen Essenzen kriege. Ich will mir auf jeden Fall in dem Addon noch den Champion holen. Mal gucken, wann das dann soweit ist. Ich werde euch dann wahrscheinlich in einer anderen Videoserie euch das wissen lassen, wann ich quasi da soweit bin. Und ja, ich freue mich jetzt sehr, 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 dass ich keine blöden Dailies mehr mache.
muss und mir das ersparen kann. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es bei euch aussieht. Habt ihr die Essenzen jetzt auch fertig gekriegt nach dem Nerf? Würde mich auf jeden Fall interessieren. Oder nach der Bad Luck Protection so rum. Und ja, dann sehen wir uns gerne beim nächsten anderen Video, weil es wird keine Paragon-Openings jetzt mehr geben, weil ich habe nichts mehr, was ich aus den Kisten haben will. Dementsprechend war das die letzte Folge tatsächlich von den Openings. Wir sehen uns gerne in einem von den anderen Videoformaten. Und ja, damit soll es das gewesen sein. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.